Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem Tarif von der kontinentalen Lebensversicherung. Und zwar dem Tarif Easy Rente Invest, Tarif ERI. Wenn du also einen solchen Vertrag in der Vergangenheit abgeschlossen haben solltest oder gerade ein Angebot vorliegen hast und dir die Frage stellst, ob sich das Ganze für dich lohnt, dann bleib dran und guck dir dieses Video aufmerksam an. Willkommen in diesem Video, mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 12 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Und jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit den verschiedensten Lebensversicherungen, Rentenversicherungen oder eben grundsätzlich Verträgen rund um die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau und bitten uns darum, diese Verträge zu prüfen und objektiv und sachlich Feedback zu geben. Und so ist es jetzt hier auch wieder gewesen, dass jemand auf uns zukam mit einem solchen besagten Tarif von der kontinentalen Lebensversicherung. Und den wollen wir jetzt gleich hier mal gemeinsam vor der Kamera analysieren, sodass ich dir zeige, wo du hingucken solltest, damit du diesen Tarif ein wenig besser verstehen kannst. Vorweg nochmal, das Ganze ist natürlich hier ein konkretes Angebot, was wir hier gleich gemeinsam durchgehen. Das heißt, dein Angebot oder vielleicht auch dein Vertrag wird mit Sicherheit hiervon abweichen. Das heißt, du kannst dich durch dieses Video vielleicht ein bisschen besser orientieren, aber es ersetzt natürlich keine individuelle Beratung und auch natürlich keine Übernahme von irgendwelchen Haftungen oder Aussagen, die wir hier tätigen können, auf deinen Fall bezogen. Wenn du möchtest, dass wir dir individuell helfen und deinen Vertrag prüfen, kannst du dich natürlich kostenfrei gerne an uns wenden. Dann ist es so, dass die Vertragsprüfung, wie wir mittlerweile schon über 10.000 gemacht haben in den letzten Jahren und auch mittlerweile deutlich über 100 hier auf YouTube auf Video aufgenommen haben, immer nach einem gleichen, ähnlichen Schema abläuft. Ich kann das aus Zeitgründen hier nicht sehr detailliert erklären, ich kann nur oberflächlich dich hier auf dieser Reise mitnehmen. Wenn du mehr über diesen Ablauf einer Vertragsprüfung verstehen willst, dann findest du unten in der Beschreibung ein Video, aber auch einen Blogartikel, der dir diese Grundlagen einer solchen Vertragsprüfung genauer erläutert. Dann ist es so, wenn du Altersvorsorge für dich und Vermögensaufbau erfolgreich hinbekommen willst, dann ist eines ganz wichtig, und zwar die Rendite. Du musst Geld, wenn du es von dir gibst und investierst, darauf achten, dass du eine realistische Chance hast, eine positive Rendite zurückzubekommen. Weil nur dann macht es Sinn, überhaupt dich von deinem Geld zu lösen bzw. es zu investieren. Und nur so kannst du auch vernünftig Altersvorsorge und Vermögensaufbau aufbauen, indem du Rendite erfährst und einsammelst. Deshalb gucken wir in diesen Vertragsprüfungen immer primär darauf, welches Renditepotenzial ist realistisch zu erwarten. Unter dem Gesichtspunkt prüfen wir eben derartige Verträge und auch gleich diesen. Wir werden jetzt mal gemeinsam in die Stammdaten dieses Vertrages eintauchen, in dieses Angebotes, was wir jetzt hier vorliegen haben. Dazu sehen wir jetzt hier den Tarif Easy Rente Invest, Tarif ERI, wie gerade gesagt, von der Continental. Wir haben hier einen sehr jungen Herrn, der ist geboren am 3. Februar 1994 und der möchte gerne über die nächsten 39 Jahre, beginnend ab Juni 2022, eben bis zu seinem 67. Lebensalter, zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, monatlich hier in eine solche Altersvorsorge einzahlen. Wir können hier sehen, die Laufzeit 39 Jahre. Dann sehen wir hier, dass eine Fondsanlage ausgewählt worden ist und zwar zu 100% soll hier ein Fonds verwendet werden, ein Fidelity Fonds European Growth A, Fonds A heißt der. So, dann sehen wir hier den Rentenfaktor, bedeutet, das ist der Betrag 22,84 Euro, welchen der Versicherer pro 10.000 Euro Vertragsguthaben zum Rentenbeginn monatlich dann an Rente zahlt. Wie viele Zehntausender hier zusammenkommen, werden wir gleich im finanzmathematischen Gutachten sehen, zum Ende des Videos. Nebenbei gesagt, wenn du den allgemeineren Teil, wenn wir hier das Angebot durchgehen, gerne überspringen möchtest und direkt zum finanzmathematischen Gutachten zu diesem Vertrag springen willst, dann findest du unten in der Beschreibung eine Stelle, auf die du klicken kannst, um direkt dorthin zu gelangen. Weiter geht's. Hier sehen wir den monatlichen Beitrag, den er beabsichtigt, hier einzuzahlen, und zwar eben 350 Euro und das Ganze über 39 Jahre durchgehend. Das ist der Plan. So. Und wie gehen wir jetzt konkret vor? Als erstes müssen wir uns mal angucken, welches Renditepotenzial hat denn überhaupt dieser Vertrag? Das heißt, wir gucken uns an, wo kommt denn hier die Rendite her? Was ist die Quelle der Rendite? Und in dem Fall haben wir ja hier eben gesehen, ist hier ein Fonds hinterlegt. Und dieser Fonds wiederum, den haben wir uns genau angeguckt, dabei handelt es sich um einen 100%igen Aktienfonds. Heißt also, die Rendite kommt hier aus dem Aktienmarkt. Jetzt können wir natürlich nicht die Entwicklung dieses Fonds für die Zukunft vorhersagen. Wir können es aber angucken, was hat denn der Aktienmarkt als Ganzes über die letzten 50 oder 100 Jahre im Durchschnitt pro Jahr an Rendite gebracht. So, und das sind ungefähr 9% im Schnitt pro Jahr. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Marktrendite von 9%.
Und jetzt müssen wir eine Annahme treffen, dass diese 9% auch realistisch in den nächsten 39 Jahren zu erwarten sind. Das ist die Annahme, die wir hier treffen, und das deckt sich auch mit wissenschaftlichen, seriösen Aussagen von Finanzwissenschaftlern, die auch mit einer Annahme des Aktienmarktes von im Schnitt 9% sprechen. Natürlich gibt es dabei Phasen, wo es mal mehr und mal weniger ist, aber am Ende geht es um den Durchschnitt. So, und von dieser Marktrendite 9% ausgehend müssen wir jetzt alle negativen Faktoren abziehen, also alle Kosten und Steuerarten und weiteren Einflussfaktoren, wo wir im Vorhinein schon wissen, dass es die gibt und dass die eben anfallen, und dann bleibt eine durchschnittliche Kundenrendite übrig, so nenne ich sie mal. Und das ist dann der Betrag, auf den hier unser Max Mustermann im Durchschnitt sein Geld vermehrt. Und diesen Betrag wollen wir wissen. Also gehen wir jetzt mal scheibchenweise vor und beschäftigen uns mal zuerst mit den Kosten, die rein auf der Ebene der Kontinentalen anfallen, also rein aus dem Versicherungsmantel. Dazu springen wir hier in diesen vielen Vertragsseiten auf die Seite 22 und haben hier Folgendes vorbereitet. In Rot haben wir hier eingefügt die sogenannte Bewertungssumme. Die Bewertungssumme ist immer der monatliche Beitrag, 350 Euro in dem Fall, mal 12, mal Vertragslaufzeit, also mal die Jahre. Und das ergibt dann die Bewertungssumme. Und anhand dieser Bewertungssumme berechnen sich zum Beispiel die Abschluss- und Vertriebskosten. Und das ist die erste Kostenart. Die Abschluss- und Vertriebskosten, haben wir hier in Rot hinzugefügt, sind 2,5%. Man nennt sie auch Alpha-Kosten in der Fachsprache. 2,5% von 163.800. Ich kann es einmal ausrechnen. 163.800, davon 2,5% sind 4.095. So, wenn wir jetzt in den Fließtext hier gucken, ist auch diese Zahl 4.095 hier zu finden. Da steht auch, das sind 2,5% der vereinbarten Beiträge, wird es hier genannt, also der Bewertungssumme. So. Und jetzt ist es so, dass man hier als Kunde natürlich keine Rechnung bekommt bei Vertragsabschluss über 4.095 Euro, sondern diese 4.095 werden verteilt auf 60 Monate durch 60, ergibt dann 68,25 Euro. Auch die Zahl finden wir hier im Fließtext. Und das ist genau der Wert, der monatlich über die ersten 60 Monate, also über die ersten 5 Jahre, dem Vertragsguthaben direkt entnommen wird. Das heißt, diese 4.095 Euro werden quasi gestreckt, über 5 Jahre verteilt, dem Vertragsguthaben entnommen, sodass in den ersten 5 Jahren deutlich weniger als eingezahlt tatsächlich in dem Geldtopf ankommt. Das ist die erste Kostenart. Jetzt geht es weiter, und zwar gibt es hier noch eine Art Verwaltungskostensatz, das sind die sogenannten Beta-Kosten. Das sind 9,93% im Schnitt. Warum sage ich im Schnitt? Weil hier eine gewisse Staffel hinterlegt ist. Wir können das sehen ab diesem Passus. Im Beitrag sind neben den Verwaltungskosten keine zusätzlichen übrigen Kosten einkalkuliert. In der Ansparphase fallen die Verwaltungskosten ab dem 1.6.22 gleichmäßig gemäß Zahlungsweise um insgesamt 11,40 Euro pro Versicherungsjahr. Also wir sehen hier, ab Vertragsbeginn fallen Verwaltungskosten an, aber sie fallen gleichmäßig um 11,74 Euro pro Jahr. Wir hören also raus, da gibt es eine gewisse Staffel. Das heißt, man wird quasi belohnt dadurch, dass man das Ganze lang laufen lässt, profitiert also auf lange Sicht daran, dass die Verwaltungskosten kleiner werden, während sie am Anfang hoch sind. Heißt im Umkehrschluss, für jemanden, der den Vertrag nicht lange durchhält, ist das natürlich sehr negativ, weil er am Anfang die Kosten deutlich höher abzuzahlen hat. Wir gehen jetzt mal positiv davon aus, dass hier unser Max Mustermann das Ganze wirklich 39 Jahre vorhat durchzuhalten und das auch schafft. Und wenn wir das dann ausrechnen, ergibt das im Durchschnitt einen Kostensatz von 9,93%, den wir hier errechnet haben. Und zwar auf seine 350 Euro. Ich rechne es mal aus, 350 Euro mal 9,93% sind 34,76 Euro. Bedeutet, über die gesamte Vertragslaufzeit gehen im Durchschnitt für diese zweite Kostenposition 34,76 Euro bei drauf. Rechnen wir das mal einmal aus, mal 12 mal 39 Jahre, dann sind allein die zweite Kostenposition über 16.000 Euro. Bei der ersten mit den 4.000, also noch ein verhältnismäßig kleiner Betrag, bei der zweiten über 16.000. Und das sind beide Kostenpositionen, die hier auf der Ebene der Versicherung anfallen. Jetzt geht es weiter, und zwar müssen wir uns die nächste Kostenposition angucken. Das sind nämlich die Kosten, die um die Kapitalanlage hängen. Das heißt,
im weitesten Sinne die Fondskosten. Dazu gehen wir einmal in die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds. Hier finden wir die eben entsprechend zu diesem Fonds und hier sehen wir auf der zweiten Seite laufende Kosten 1,89%. Diese 1,89, die kann ich mit dem Taschenrechner nicht ausrechnen, weil die nämlich berechnet werden auf das jeweilige Vertragsguthaben und zwar jedes Jahr erneut 1,89%. Und das Vertragsguthaben wächst natürlich über die Zeit. Aufgrund von den Einzahlungen, die hier gemacht werden, aufgrund der Rendite, die ja auch irgendwo entsteht, wächst ja das Vertragsguthaben. Also quasi auch die Berechnungsgrundlage für diese 1,89% wächst. Dafür brauchen wir die finanzmathematische Software, die das dann wieder in Euro uns ausdrückt und zeigt, welchen Effekt das Ganze hat. Jetzt ist es aber so, dass diese 1,89 nicht ganz korrekt sind, wenn wir die jetzt annehmen würden. Denn es gibt nämlich wieder zurück im Angebot des Versicherers auf der Seite 23, eine Seite weiter, hier eine kurze Auflistung und da sehen wir nochmal den Fonds. Hier sehen wir die 1,89, die wir auch gerade in den wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds gefunden haben. Und jetzt können wir aber sehen, dass es hier laufende Überschussbeteiligungen gibt. Bedeutet, der Fonds generiert einen gewissen Überschuss, den er dem Versicherer und der Versicherer dem Kunden erstattet, zurückzahlt. Bedeutet also im Umkehrschluss, die Fondskosten sind derzeit, man muss es wirklich da betonen, derzeit deutlich günstiger. Jetzt ist natürlich eine gewisse Unbekannte, ob diese Überschüsse auch in der Zukunft weiterhin entstehen, dem Versicherer zugezahlt werden und der Versicherer oder ausgezahlt und dem Versicherer wiederum, der das Ganze an den Kunden weitergibt im positiven Sinne. Wir gehen jetzt mal positivst davon aus, dass das über die nächsten 39 Jahre genauso ist und damit wissen wir schon mal, dass die Fondskosten 1,89 minus 0,42, also nur noch 1,47% sind. So. Da habe ich, glaube ich, gerade einen Rechenfehler. Nochmal 1,89 minus 0,42. So, genau. Dann ist das Ergebnis 1,47. Hier ist erwähnt, dass das der Kostensatz ist. Ich hatte jetzt 1,47 errechnet. Das hier ist 0,09 mehr. Warum? Weil hier die Fondstransaktionskosten noch mit erwähnt sind. Dazu sage ich aber gleich nochmal was. Dann gibt es noch eine Erstattung. Und zwar müssen wir dazu auf die Seite 12 gehen. Seite 12 ist hier, da ist es markiert. Und zwar gibt es hier während der Ansparphase weitere laufende Überschüsse. Und zwar steht hier Schlusszuweisung 0,0015 bis 0,040. Schlusszuweisung in Prozent der Summe des monatlichen Fondsguthabens in Abhängigkeit der gewählten Fonds und der Laufzeit bzw. Vertragsdauer. Also, schönes Beispiel dafür. Die meisten Menschen, die sowas hier lesen, werden es überlesen, nicht verstehen und wahrscheinlich auch überhaupt nicht irgendwo greifen können. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben das ausgerechnet, was das jetzt bedeutet und sind auf ein Ergebnis gekommen von durchschnittlich 0,25% zusätzlicher jährlicher Überschussbeteiligung, die wir hier erlesen und ermitteln können. Bedeutet also, die Fondskosten reduzieren sich dadurch nochmals um 0,25%. Und damit liegen die Fondskosten dann nur noch bei 1,22% nach unseren Berechnungen im Durchschnitt. So, jetzt gehen wir zurück zu den wesentlichen Anlegerinformationen, denn hier ist am Rand noch was gelb markiert. Wir sehen hier nochmal schwarz auf weiß. Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das Geschäftsjahr zum 30.04.2021. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Also hier steht schwarz auf weiß, dass es wirklich so ist, dass die Fondskosten nicht in Stein gemeißelt sind, die laufenden Überschüsse ebenfalls nicht und dementsprechend auch nicht das, was wir hier tatsächlich im Schnitt annehmen können. Das ist letztendlich auch nur eine Annahme von der aktuellen Ist-Situation, dass wir diese Überschüsse eben so mit einrechnen, wie ich es gerade erklärt habe. Nicht berücksichtigt in den Fondskosten sind zum Beispiel an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, Punkt 1, und die Portfoliotransaktionskosten, Punkt 2. Heißt, wir können hieraus sehen, es gibt einige Zusatzfaktoren, nenne ich sie jetzt mal, die in den laufenden Fondskosten nicht enthalten sind. Wir haben uns mit der Thematik natürlich beschäftigt, das ist unsere tägliche Arbeit, und wir haben drei
Kostenarten oder Faktoren ermittelt, die wir hier noch mit berücksichtigen müssen. Nummer 1 sind die Transaktionskosten. Die Transaktionskosten innerhalb des Fonds, als aber auch die Geldbriefspanne oder den Handelsspread, wie man ihn nennt. Beide Faktoren zusammen ergeben eine gewisse Quote, was im Durchschnitt hier an Zusatzkosten oder Renditeminderungen entsteht. Wir greifen hier auf solche Bücher zurück, wo zum Beispiel 7 Finanzprofessoren sich mit diesem Thema unter anderem sehr intensiv beschäftigt haben, viele tausend Fonds bewertet haben und auf ein Ergebnis kommen, dass die Transaktionskosten irgendwo zwischen 0,5 bis teilweise über 3% im Jahr betragen. Und wir müssen hier wieder mit einem Mittelwert arbeiten und setzen hier in der Regel einen relativ kleinen Wert an, in dem Fall von 0,5%, die wir im Schnitt pro Jahr an Gesamttransaktionskostenfaktor bewerten und ansetzen. So, dementsprechend haben wir hier 0,5% als eine Zusatzposition per annum, die wir hier erwähnen müssen. Punkt Nummer 2 ist der Renditeverlust durch das aktive Management. Das aktive Management beruht darauf auf, was dieser Fonds hier nutzt oder wie er aufgebaut ist, dass es einen Fondsmanager gibt, der regelmäßig Aktien kauft und verkauft. Und natürlich kann der mal mit seinen Prognosen richtig liegen und macht einen guten Deal. Der kann aber auch, das ist statistische Wahrscheinlichkeit, das ein oder andere Mal sich verkalkulieren. Und das führt dazu, dass Renditen, die am Markt da sind, er eben in seinem Fonds nicht einsammelt. Und dadurch entsteht über die breite Masse aller aktiv gemanagten Fonds ein durchschnittlicher Renditeverlust. So, wie sich konkret dieser Einzelfonds in der Zukunft verhält, wissen wir nicht, aber da es ein aktiv gemanagter Fonds ist, müssten wir und sollten wir diesen Faktor irgendwo mit berücksichtigen. Und den setzen wir hier mit 0,7% im Schnitt pro Jahr an. Und der dritte Faktor, der hier noch zu berücksichtigen ist, ist die sogenannte Cashlock-Falle. Was ist das? Nahezu jeder Fonds hat immer einen Teil seines Vermögens auf der Seite nicht investiert, also in der Art als liquide Rücklage, kann man sagen. So wie du zum Beispiel auf deinem Tagesgeldkonto immer ein bisschen Geld haben solltest. Und dieses Geld wird dementsprechend auch innerhalb eines Fonds nicht verzinst. Das heißt, wenn du hier 100 Euro einzahlst, liegt immer ein Teil deines Geldes nicht in Aktien investiert, kann keine Rendite bringen, sondern es liegt auf der Seite. Und das müssen wir bei unserer Berechnungsmethode von der Marktrendite ausgehend auch berücksichtigen. Und das haben wir uns hier angeguckt. Und zwar haben wir uns hier die genaueren Kennzahlen des Fonds besorgt und sehen hier die Verteilung. Einmal 98% sind in Aktien angelegt und 2% sind eben in der sogenannten Kasse. Und das bedeutet, ausgehend von der Marktrendite 9%, dass wir hier im Umkehrschluss auch durch diesen Kassenbestand eine Minderung der Rendite haben. Und das sind nach unseren Berechnungen hier und der Annahme, dass die 2% im Durchschnitt der Kassenbetrag ist, 0,17% per annum. So, und wenn wir diese drei Werte nun zusammenfassen, ergibt das 1,37% per annum, die wir hier mit berücksichtigen müssen. Das war jetzt vielleicht ziemlich kompliziert für dich. Du kannst zwei Dinge tun. Erstens, unten in der Beschreibung habe ich dir mehrere Studien, unter anderem dieses Buch, aber auch Nachweise und Belege verlinkt, sodass du das Ganze sehr detailliert für dich prüfen kannst. Der vielleicht einfachere Weg ist, dass du dich einfach zu einem kostenfreien Gespräch bei uns meldest, wir uns angucken, wie das bei dir aussieht und dir erklären, wie es in deinem konkreten Fall, welche Faktoren damit zu berücksichtigen sind. Wir gehen jetzt aber mal gemeinsam in das finanzmathematische Gutachten, was wir hier sehen. Wir haben uns hier die Arbeit gemacht, für diesen Vertrag von der Continentalen ein Gutachten zu erstellen, wo wir jetzt erstmal gemeinsam hier den Beweis antreten, dass wir alle Parameter, die wir gerade ermittelt haben, aus den Unterlagen hier auch korrekt eingegeben haben. Wir sehen hier den monatlichen Beitrag, dann die Beitragszahldauer und die Laufzeit, dann das Eintrittsalter des jungen Herrn. Dann haben wir hier eine 100%ige Aktienquote in diesem Fonds, ein 100%iger Aktienfonds. Dann haben wir hier unter den ganzen Annahmen, was die Überschüsse angeht, die sehr reduzierten Fondskosten. Dann die renditemindernden Faktoren, die ich gerade erklärt habe. Dann die Abschluss- und Vertriebskosten. Du erinnerst dich eben die Bewertungssumme und darauf basieren 2,5%. Das berechnet sich über 39 Jahre und wird dann über 60 Monate, 5 Jahre dem Vertragsguthaben entnommen. Und eben die Beta-Kosten, die wir hier im Mittelwert errechnet haben. Auch da in der Unterstellung, dass der Max Mustermann das hier über die ganze Zeit durchhält.
Im Ergebnis können wir jetzt sehen, dass das eingesetzte Kapital, was hier über die Jahre eingezahlt wird, 163.800 Euro ist. Das ist ja auch gleich die Bewertungssumme. An der Stelle mal der Hinweis, wenn du eine so hohe Summe ausgibst im normalen Leben für irgendwas oder meinetwegen auch nur ein Zehntel davon, 16.000 Euro, denke ich mal, machst du das nicht leichtfertig mit einer Unterschrift und hast das abgehakt, sondern beschäftigst dich mit dem Thema, fragst vielleicht Experten um Rat, ob das Ganze Sinn macht. Und genau das möchte ich dir hiermit auch an der Stelle sagen. Führ dir bitte vor Augen, dass es sich nicht nur um 350 Euro handelt, sondern um eine Verpflichtung, über Jahrzehnte in einen Vertrag einzuzahlen, der, wie du weißt, jetzt kostenbasierend in der Unterstellung, dass du das komplett durchziehst, hat und dementsprechend du ja nicht leichtfertig irgendwas machen solltest, sondern professionelle Hilfe und einen professionellen Ratgeber dir suchen solltest, der das Ganze auch wirklich sachlich bewerten kann. Im Ergebnis sehen wir jetzt, dass aus diesem Kapital auf lange Sicht, der junge Mann ist noch ja, jung, dementsprechend kann durch Zinseszins hier viel entstehen, knappe 500.000 Euro werden. So. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten. Option 1 ist die komplette Auszahlung in Netto sind 458.000 nach unseren Berechnungen, was das Netto für ihn bedeutet. Oder eine monatliche Rente von 1.140 Euro. Jetzt spielen wir beide Varianten mal durch. Bei der Einmalzahlung ist nämlich Folgendes zu beachten. Aufgrund der Tatsache, dass wir eine Inflation haben, die im Moment sehr hoch ist, aber im Durchschnitt eher so bei 2% liegt. Und wir nehmen das jetzt auch mal auf den langen Durchschnitt für die Zukunft an. Ist es aber so, dass diese 458.000 Euro, so viel das scheinen mag, in 39 Jahren natürlich nicht mehr so viel Wert hat. Das heißt, wenn wir das mal mit 2% ausrechnen, dann sind das nur noch 212.000 Euro, der hier tatsächlich an Kaufkraft in der Zukunft hat. Und gleiches ist natürlich bei der Rente so. Die Rente auch, die ist natürlich von der Inflation betroffen. Das heißt, auch die ist letztendlich in 39 Jahren nur noch 526 Euro, die Kommas lasse ich mal weg, tatsächlich wert. Und jetzt haben wir mal ausgerechnet, wie lange muss denn der Max Mustermann diese Rente beziehen, damit er über diese Nettorente von 526 Euro sein eingesetztes Kapital hier oben wieder raus hat. Und da lautet die Antwort knapp 26 Jahre. Ich schreibe hier 25 hin, 25 Komma. Heißt also, der Max Mustermann muss, wenn er mit 67 in Rente geht, mindestens mal 92 Jahre werden, damit er über diese Nachinflation-Netto-Rente sein eingesetztes Kapital, was er oben in die Hand genommen hat, über die Jahre wieder raus hat. So. Und das ist schon ein stolzes Alter, was er erreichen muss. Und jetzt ist die Frage, was kann man da gegebenenfalls verbessern, was kann man tun, um das Ganze etwas zu optimieren? Die Antwort befindet sich hier in dieser Blackbox. Das ist der Bereich, der von vielen Kunden nicht verstanden werden kann, weil es zu komplex ist und auch von vielen Beratern nicht in dieser Transparenz dargestellt werden kann. Und hier sehen wir, die Kosten rein für die Kontinentale, also rein die Lebensversicherungskosten in diesem Tarif, betragen etwas über 20.000 Euro über die Zeit. Und was natürlich hier deutlich mehr ins Gewicht fällt, sind die Kosten der Kapitalanlage und die indirekten Faktoren um die Kapitalanlage. Die hier in die roten hinzugefügten Faktoren sind hier extra nochmal ergänzt, die befinden sich mit in dieser Zahl. Und beides zusammen sehen wir hier über 188.000 Euro Belastung, die über die Jahre hier entstehen. Und dieser Block, der bietet wiederum das Potenzial, die eine oder andere Schraube zu drehen, um hier ein paar Zehntausender an Kosten, an negativen Verlusten mit einzusparen. Und das führt natürlich im Umkehrschluss hinten raus zu erheblich mehr Kapital. Wenn wir hier etwas einsparen, führt das automatisch beim gleichen Kapitaleinsatz zu deutlich mehr Ergebnis. Und das haben wir unserem Kunden hier gezeigt, was wir hier für Möglichkeiten haben und haben ihm halt letztendlich auch einen Weg gezeigt, wie er deutlich mehr hinten raus für sich rausbekommen kann, deutlich flexibler darüber verfügen kann. Und das kannst du dir natürlich selbst überlegen, was das für dich und deine finanzielle Zukunft bedeutet, wenn du beim gleichen Kapitaleinsatz nachvollziehbar, ganz erklärbar hinten raus viel mehr, deutlich mehr Geld hast. Und wenn du möchtest und jetzt neugierig bist, ob dein Vertrag oder dein Angebot, was du hast, auch Möglichkeiten hat, es nochmal deutlich zu verbessern, dann kannst du dich gerne an uns wenden. Geh mal auf www.tappeconsulting.de, informier dich über uns und dann buche einfach ein kostenloses Erstgespräch.
indem wir mal auf deinen Vertrag, auf dein Angebot gucken und dir zeigen, an welchen Stellen mit unserer Erfahrung du für dich noch deutlich mehr rauskriegen kannst. Also, ich freue mich auf dich. Bis bald, dein David.